Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen zweiten Webinar zum Thema E-Gruppe 19.1. Ich hoffe, Sie können mich alle gut verstehen. Schreiben Sie bitte mal kurz in den Chat rein, ob Sie mich verstehen können. Das wäre toll, wenn Sie mal kurz reinschreiben könnten, ob Sie uns verstehen. Das wäre super. Ah, perfekt, perfekt. Sie können mich hören. Super. Mein Name ist Stefan Becker. Die meisten werden mich jetzt auch kennen. Und um was geht es heute? Es geht um die neue Version E-Gruppe 19.1. Wahrscheinlich sind Sie alle ganz gespannt, was hat es damit auf sich? Wie sieht das Ganze aus? Was hat es Neuigkeiten gegeben? Ich begrüße dazu ganz herzlich die Birgit Becker und den Ralf Becker zum heutigen Webinar. Hallo Stefan, hallo liebe E-Gruppe-Interessierte. Schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben. Das ist ja jetzt schon unser zweites Seminar, nachdem das erste sehr, sehr schnell ausgebucht war. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Wir wollen jetzt natürlich live zeigen, was hat sich verändert. Wir haben eine Agenda für Sie vorbereitet, dass Sie sehen im Endeffekt, um was geht es hier. Wir haben die neue Benutzeroberfläche, wir haben die neue Status-App und ganz, ganz viele Sachen drin. Aber als alles erst würde ich den Ralf mal bitten, ein bisschen was zu der Strategie zu sagen. Was ist neu in der E-Gruppe, wo soll die Reise hingehen, damit Sie da einen besseren Überblick haben. Ja, danke Stefan und auch nochmal von mir herzlich willkommen. Ich will jetzt gar nicht so ganz darauf eingehen, was in der 19.1 genau alles neu ist. Dazu werden wir später noch kommen. Ich will mal so ein bisschen schauen, wo wollen wir denn hin mit der E-Groupware? Und E-Groupware gibt es ja inzwischen seit über 10 Jahren. Und das, was man vor 10 Jahren von der Groupware erwartet hat, ist halt einfach ein Stück weit anders, wie das, was man heute erwartet. Und während wir vor 10 Jahren unsere Groupware hatten, wo wir den Kalender drin gespeichert hatten und auch das gemeinsame Adressbuch hatten, machen heute die ganzen Cloud-Anbieter das ja vor. Ich will nicht mehr mein Office-Paket daneben installieren müssen und der Admin hat dafür zu sorgen, dass das bei allen Mitarbeitern auch in der richtigen Version drauf ist. Das sind alles Sachen, die wir heute auch aus dem Rechenzentrum oder da unterscheidet sich die E-Groupware ja groß von den üblichen Cloud-Anbindern auch aus ihrer Eigeninstallation zur Verfügung stellen können. Und da sind wir jetzt so ein bisschen dran, wo will denn E-Groupware hin? Meine Vision ist da seit langem, dass ich den normalen Arbeitsplatz des E-Groupware-Anwenders, ich sag mal, wir reden jetzt natürlich jetzt nicht von irgendwas Hochspezialisierten, wir wollen da keinen Videoschnittplatz in E-Groupware integrieren, aber der normale Büroanbieter, der normale Büroarbeiter, der sollte in der E-Groupware alles vorfinden, was er braucht, ohne dass wir das installieren müssen. Und dazu sind wir mit der 17.1 ja schon einen ganzen Schritt näher gekommen, indem wir ein Office-Paket Collabora Online integriert haben. Sprich, ich kann jetzt Dokumente, Office-Dokumente nicht nur in der E-Groupware ablegen, sondern ich kann sie auch da drin bearbeiten. Ich kann sie mit mehreren Leuten bearbeiten. Die neue Herausforderung, das, was die ganze Zeit für die Vision halt auch noch gefehlt hat, ist, ich bin in einem verteilten Team und ich muss jetzt mit meinen anderen Teamkollegen in irgendeiner Form kommunizieren. Jetzt denke ich natürlich, ja, da gibt es Skype. Das Problem in Anführungszeichen damit ist, dass ich natürlich ein Stück weit meine Datenhoheit aufgebe. Oder wenn wir jetzt auch an die DSGVO denken, es bedeutet natürlich, ich tippe da in ein Tool, über das ich überhaupt keine Kontrolle habe, irgendwelche personenbezogene Daten hin, die den europäischen Rechtsraum schneller verlassen haben, als ich das da reintippen kann. Und ich halt auch einfach nicht weiß, was mit dem Ganzen passiert. Deswegen war eine der Herausforderungen, die wir jetzt mit der 19.1 angegangen sind, auch die Kommunikation in dem Team, in die E-Groupware zu übernehmen, neben noch diversen anderen, ich nenne es jetzt mal Produktivitätsverbesserungen, wie kann ich einfach mit dem Team zusammenarbeiten. So ein einfaches Beispiel, schau mal Stefan, ich habe da gerade ein Dokument gemacht, kannst du da mal kurz drauf schauen. Das sind halt so typische Dinge, für die ich bisher zusätzliche Tools bräuchte und die wir in die E-Groupware übernehmen wollen. In den einzelnen Details, was das dann wirklich genau in der E-Groupware bedeutet, das werden wir uns jetzt zusammen anschauen. Und da würde ich jetzt mal an die Birgit übergeben, die uns da ein bisschen mehr zeigt, was im Einzelnen in der 19.1 dazu gekommen ist. Danke, Ralf. Ja,
Ich habe hier einfach noch mal kurz auf die Folie umgeschaltet. Wir wollen uns anschauen, die neue Oberfläche, die Status-App als eine der Kommunikationsplattformen, dann den Rocket-Chat als Messenger. Wir wollen anschauen, was haben wir denn für die Datenschutzgrundverordnung getan, zum einen in Bezug auf personenbezogene Daten und zum anderen in Bezug auf Änderungen im Admin-Bereich, dann aber auch sicherheitstechnisch die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und wenn wir noch Zeit finden, dann auch einfach nochmal an ein paar Neuerungen in den einzelnen Anwendungen reinzuschauen. Ich würde jetzt an der Stelle meinen Bildschirm übertragen und mal auf unsere Tutorial-Instanz, also so eine Testinstanz, wechseln. Das heißt, hier von der Anmeldeseite her hat sich nicht groß was verändert, außer dass hier neu diese Zwei-Faktor-Authentifizierung hinzugekommen ist. Und ich mich an der Stelle, wenn ich mich anmelde, dann sehen wir jetzt die neue Oberfläche, die deutlich leichter geworden ist, die, wie wir sie von den mobilen Anwendungen kennen, auch schon die unterschiedliche Farbgebung beinhaltet. Das heißt, ich habe zum Beispiel das Grün für das Verfolgungssystem, das Orange für den Dateimanager, das Rot für den Kalender oder aber auch das Blau für die Mail-Anwendung. Und in den ganzen Anwendungen kann ich dort, wo ich das Seitenmenü nicht brauche, weil es vielleicht einfach auch relativ wenig Information beinhaltet, kann ich es für mich einfach einklappen, indem ich hier oben auf das Symbol klappe. Und gerade wenn ich jetzt einen kleineren Bildschirm habe, habe ich einfach mehr Platz zur Verfügung. Wir haben des Weiteren hier oben in dem Top-Menü, wie es früher hieß, das war ja hier oben angefügt mit den Einstellungen und so weiter. Das haben wir jetzt umgeändert, dass das Ganze kommt, wenn Sie auf Ihren sogenannten Avatar klicken, der rechts oben sich befindet. Das heißt, hier habe ich die Einstellungen, ich habe hier die Zugriffsrechte, die Kategorien, ich habe das Passwort ändern, was sich erweitert hat um die Sicherheitsgeschichten und habe auch den Abmeldeknopf entsprechend drin. Weiterhin wie bisher, ich kann mir die Benachrichtigungen alle einzeigen oder auch wieder ausblenden. Und jetzt sehr interessant, auf der rechten Seite, ein Stück weit, wenn man jetzt so vergleicht, links und rechts, wir haben so ein bisschen auf der linken Seite die verschiedenen Anwendungen, auf der rechten Seite haben wir jetzt die Vision des Teams, mit dem ich zusammenarbeite, in einem Blick umgesetzt. Da wir jetzt auf der Tutorial-Instanz nicht so viel Informationen haben, schalte ich einmal an der Stelle auf unsere Echtinstanz um, da sieht man dann auch direkt schon den Rocket-Chat. Und wenn ich jetzt hier auf der rechten Seite schaue, sehe ich einfach, wer ist denn momentan in unserer E-Groupware eingemeldet? Das sind nämlich die Personen, die hier in Farbe dargestellt werden, während die Personen vom Team, die nicht online sind, so etwas ausgegraut sind. Hier kam eben ein Ping vom Ralf rein. Das heißt, man hat kurz gesehen, hier ist eine 1 aufgetaucht. Ich war jetzt sowieso auf seinem Chat drauf. Von daher habe ich direkt auch hier das Hallo gesehen und kann ihm natürlich zurückantworten. Man kann so schnell miteinander mit verschiedenen Leuten kommunizieren. Wichtig ist natürlich, wenn ich jetzt ein größeres Team habe, wir haben ja gesagt, wir wollen ein Stück weit eine einfachere Art schaffen, über die Status-App auch miteinander zu sprechen. Das heißt, die Frage ist jetzt natürlich, wie kriege ich eine Person in meine Favoriten rein, mit der ich häufiger was zu tun habe und ich einfacher mal anschreiben möchte. Das heißt, ich gehe hier einfach auf die entsprechende Person, auf den Kontakt drauf und sage, ich möchte ihn zu den Favoriten hinzufügen. Dann taucht er in meiner Liste der Favoriten auf und ich könnte jetzt mit einem Klick auch einen Chat mit demjenigen aufmachen oder eine E-Mail an den schreiben. Also mal ganz kurz, da kam noch die Meldung, dass der Ton schlecht wäre. Ist es jetzt quasi jetzt nur eine, das geschrieben hat, oder geht es den anderen auch so, dass der Ton schlecht ist? Nur, dass wir einfach eine Rückmeldung vielleicht nochmal bekommen. Die Fragen werden wir auch gleich nochmal eingehen dann. Okay. Ja, ansonsten... Ton ist gut, ja, super, da ist es vielleicht nur bei jemand schlecht gewesen. Vielleicht nochmal neu ins Webinar rein, ja.
Also die Idee mit der Status-Hub ist einfach, das auch weiter auszubauen. Wir zum Beispiel haben eine Telefonintegration. Da ist es natürlich auch schön, wenn ich einfach hier draufklicken kann und kann sagen, ich möchte denjenigen jetzt anrufen, dann klingelt mein Telefon, ich nehme es ab. Oder wenn ich ein Softphone habe, klingelt mein Softphone und ich nehme es ab und habe mit dem ein Gespräch aufgebaut und im Prinzip auch die Möglichkeit zu schaffen, dass sich andere Anwendungen dort entsprechend mit integrieren können, dass ich genauso auch, wie ich hier Benutzer reinfügen kann, mal im späteren Verlauf es sagen kann, ich möchte hier einen bestimmten Kontakt, einen Kunden, mit dem ich viel zu tun habe, entsprechend reinplatzieren und ich sehe dann Dinge, die mit demjenigen passieren und habe einen im Schnellzugriff, wie man ja so schön sagt. Des Weiteren im Rocket Chat ist natürlich, sehen wir jetzt hier im Prinzip, ich habe die Möglichkeit, in einem alle Informationen, die mit den verschiedenen Teilnehmern ausgeführt wurden, oder wenn ich mir jetzt einen speziellen anschauen möchte, kann ich hier auf den Chat gehen und im Chat sehe ich dann nur die Informationen, die zwischen den Personen, die kann ich mir natürlich dann auch irgendwo beliebig hinplatzieren auf meinem Bildschirm, wo sie mir weniger im Weg ist, oder wenn ich mehrere Bildschirme habe, auf der anderen Seite in einem zweiten Anwendung. Zusätzlich ist es aber auch so, und dafür möchte ich jetzt einfach mal ganz kurz hier auf die Rocket Chat-Seite selber drauf gehen, dass wir mit dem Rocket Chat eine Anwendung integriert haben, die auch lokale Clients mit anbietet. Das heißt, nativ kann ich einfach sagen, ich möchte eine Desktop-App für den Mac oder für mein Windows oder für mein Linux herunterladen und habe die dann einfach als einen lokalen Client installiert und platziere den und habe den laufen, so wie ich halt meinen Browser am Laufen habe. Gleiches gilt natürlich an der Stelle auch für unsere Handys. Sie können entweder über den Android Store oder über den iOS Store, können Sie sich natürlich die entsprechenden Clients von Ihren Smartphone entsprechend holen. Ich würde jetzt an der Stelle einfach mal auf den TeamViewer wechseln. Der TeamViewer zeigt jetzt mein Handy und ich sehe hier, der Ralf hatte mir was geschrieben, ich soll doch bitte ein, da kam noch mal ein Hallo. Und ich kann jetzt einfach hier drin ihm entsprechend zurückschreiben. Und das ist jetzt nicht die E-Groupware an der Stelle, sondern das ist der lokale Client auf meinem Handy, den ich jetzt über den TeamViewer hierher zeige. Aber natürlich kann ich genauso gut jetzt ein Video starten, entweder im Prinzip sogar jetzt vom Handy auf das andere Handy oder an der Stelle, weil es jetzt einfacher darzustellen ist, gehe ich jetzt nochmal zurück in meinen Rocket Chat hier, bin mit dem Ralf in Kontakt und starte jetzt einfach mal einen Videochat mit dem Ralf. Das läuft über den sogenannten Jitsi-Surfer. Das heißt, sobald der Ralf sich jetzt dazu verbindet oder es könnten auch mehrere Personen sein, dann habe ich einfach hier den Chat. Es kann jetzt sein, dass hier an der Stelle einfach ein bisschen der Hall ist. Jetzt sehe ich mich doppelt, ganz toll, vielen Dank. Ralf hat jetzt mit seinem Handy, also er hat den Chat mit dem Handy aufgebaut und ist jetzt übers Handy mit in dem Videocall drin. Genauso kann ich, jetzt wird einmal Stefan gezeigt, hier hingehen kann, über den Rocket Chat selber meinen Bildschirm teilen, den dann der Ralf auf seinem Handy jetzt an der Stelle wieder entsprechend sieht. Und ich kann halt so, gerade wenn es jetzt mal kurz darum geht, eine Information zu teilen oder mal kurz wo drauf zu schauen und ich möchte kein externes Tool, wie zum Beispiel TeamViewer oder ähnliches, installieren, dann kann ich einfach direkt mit dem Rocket Chat den Bildschirm teilen und die ganze Information an der Stelle freigeben. Das läuft dann im Endeffekt einfach über den Browser oder wenn Sie den lokalen Client haben, über den entsprechenden lokalen Client. Ja, Ralf, magst du noch so ein paar mehr technische Informationen zum Rocket Chat für unsere Interessenten mitteilen? Ja, ich habe ja im Chat auch gelesen, wie sieht es mit XMPP aus? Tatsächlich war es so, dass wir mit dem
E-Groupware-Chat-Client für die 19.1 eigentlich mehr oder minder schon fertig waren. Wir haben da auch einen XMPP-Client integriert gehabt auf der JavaScript-Seite und sind erst, im Februar war das, glaube ich, sind wir auf RocketChat gestoßen und haben uns dann nochmal kurzfristig umentschieden, einfach weil RocketChat viele Features bietet, die uns wichtig waren, die in XMPP alleine so nicht zur Verfügung stellen. Das fängt an von den, natürlich gibt es viele XMPP-Clients, aber dann hat man halt wieder 50 verschiedene Clients, die irgendwie mit dem Server funktionieren müssen, wo wir dann sicherstellen müssen, ja, wieso tut es denn mit dem Client X nicht? RocketChat hat diese Clients für ihren Server dabei, sowohl die Desktop-Clients, was wir gesehen haben, wie auch ein Handy-Client. Die andere Sache, was halt sehr interessant ist, RocketChat ist nicht nur ein Chat. RocketChat hat so als großes Vorbild Slack. Es ist ein Open-Source-Projekt, an dem weltweit viele Firmen mitarbeiten, wo wir jetzt auch im Zuge der Integration für die E-Groupware auch entsprechend Patches und Pull-Requests geschickt haben, um die Einbindung in die E-Groupware zu verbessern. Auch da haben wir noch ein paar Sachen, die noch ausstehen in der nächsten Zeit. Von daher gibt es einfach eine ganze Menge von Apps, die ich in RocketChat integrieren kann. Damit kann zum Beispiel für uns Softwareentwickler jeder Commit auf GitHub, kann auch in dem Chat landen oder meine CI-Pipeline kann in den Chat rein reporten. Was sicher auch interessant ist, ich habe ein Projekt mit einem externen Kunden. Auch hier kann ich, nachdem ich einen vollwertigen RocketChat-Server sowohl in der E-Groupware Cloud als auch in den später verfügbaren Installationspaketen von E-Groupware haben werde, kann ich einfach weitere Authentifizierungsmöglichkeiten freischalten und habe dann die Möglichkeit, einfach auch, ich sag mal, einem Projektpartner einen Einladungslink zu schicken. Der kann sich darauf zum Beispiel mit seinem Google-Konto oder seinem GitHub-Account oder Facebook oder was weiß denn ich alles anmelden und ich kann den auch in RocketChat in mein Arbeitsteam integrieren, auch wenn er kein E-Groupware-Benutzer ist. Wir haben noch einiges vor damit. RocketChat selber ist aber für sich genommen einfach auch eine große, umfangreiche Anwendung, die man sich selber einfach mal ein bisschen anschauen muss. Da wurde auch gefragt, wie sieht es mit Lizenzgebühren aus für RocketChat? In der Eigeninstallation ist RocketChat erstmal so lizenzkostenfrei, es ist, wie gesagt, Open Source zu verwenden. Natürlich, wenn ich es von irgendjemand gehostet haben will, fallen dafür Kosten an. Es gibt auch einfach noch so ein paar Schnittstellen, die der eigene Server nicht so einfach leisten kann. Das betrifft zum einen, damit ich mein Handy, damit ich das hier irgendwie eine Nachricht bekomme, wenn es sich schlafen gelegt hat oder die RocketChat-App gerade nicht aktiv ist, brauche ich sogenannte Push-Benachrichtigungen. Das ist etwas, was momentan von RocketChat über die Anmeldung in der RocketChat Cloud zur Verfügung gestellt wird. Da gibt es Limitierungen, wie viel davon halt kostenfrei ist. Ab einer gewissen Anzahl muss man halt Push-Nachrichten extra bezahlen. Genauso ist es so, den Videochat, den wir eben gesehen haben, der kommt von einem anderen Open-Source-Projekt, das heißt Jitsi. RocketChat selber ist aber auch sehr aktiv. Neben Jitsi kann man da auch andere Videochats einbinden. Unter anderem sind sie dabei, mit etwas WebRTC-basierendes einzubinden. Es gibt viele Stellen, an denen in RocketChat von den unterschiedlichsten Leuten ganz aktiv gearbeitet wird, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Off-the-Record-Nachrichten angeht. Es ist ein sehr aktives Projekt und wir haben uns halt einfach auch gesagt, das war so ein Schritt. Wir wollen jetzt gar nicht anfangen, einen Client in die E-Groupware reinzubringen. Wir integrieren uns mit RocketChat und leben ein Stück weit auch davon, von der Dynamik, die der RocketChat selber hat und auch, was es uns erlaubt, als E-Groupware-Projekt, als E-Groupware GmbH, halt auch einfach RocketChat beizusteuern. Für die Integration
für die Interessierten nochmal, wir haben es jetzt auch nicht so gemacht, dass wir irgendwie die Benutzer darüber melden. Wir haben da einen ganz anderen Weg gewählt, diesmal um Rocket Chat, aber auch später weitere Anwendungen zu integrieren. Und zwar haben wir in eGroupware 19.1 ist jetzt ein OpenID Connect oder OAuth-Server und der wird benutzt, um über die eGroupware, über das eGroupware-Konto sich letztendlich bei Rocket Chat anzumelden und darüber wird auch der Benutzername und werden weitere Daten an Rocket Chat übermittelt. Genauso ist es so, ich kann damit natürlich auch weitere Anwendungen integrieren, die OAuth oder OpenID Connect unterstützen werden. Da war noch eine Frage, und zwar ging es Thema Teamwork. Kann man ein Word-Dokument gleichzeitig bearbeiten, so ähnlich wie bei OneDrive? Ja, natürlich. Das ist ja schon Teil der 17.1. Labora kann Word-Dokumente oder im Prinzip alle Office-Dokumente mit mehreren Personen öffnen. Man sieht, was der andere macht. Man hat einen Cursor, wo ich dann sehen kann, der eine Kollege schreibt da oben im Absatz und der andere Kollege schreibt in dem anderen Absatz. Ob wir das jetzt so auf die Schnelle hinkriegen, weil wir dann noch einen weiteren Browser bräuchten, um das zu zeigen. Aber ja, also das ist Teil der bestehenden Funktionalität der 17.1. Das haben wir in der 19.1 auch noch mal ein ganzes Stück weiter ausgebaut. Ja, was dazu vielleicht besonders interessant zu erwähnen ist, ist, dass ich in der 19.1 als ein Teil der EPL Funktion einfach einen direkten Collabora-Link verschicken kann. Mit diesem Collabora-Link ist es so, dass wenn ich den öffne, ich kann das jetzt einfach an der Stelle einmal machen und mache das jetzt mal in einem Inkognito-Fenster auf, dann geht mir jetzt an der Stelle direkt das Collabora im Bearbeitmodus auf. Das heißt, ich spare mir an der Stelle einfach, dass ich eine komplette Datei, der lädt sie runter oder muss sie wieder hochladen oder ich gebe ein komplettes Verzeichnis frei. Ich kann auch wirklich ein einzelnes Dokument an der Stelle nehmen, kann es per Collabora-Sharing-Link an meinen externen schicken. Wir können an dem gemeinsam arbeiten. Das sieht man jetzt natürlich nicht, weil hier einfach nicht mehrere Personen drin sind. Aber ansonsten würden wir jetzt hier einfach gemeinsam auch an dem Dokument arbeiten. Okay, dann würde ich den hier mal wieder schließen, zurückschalten zu meiner 19.1. Hatten wir sonst noch Fragen, die an der Stelle interessant? Das waren jetzt alle, die ich jetzt gesehen habe. Wenn ich was übersehen habe, bitte nochmal kurz in den Chat reinschreiben oder einfach eine E-Mail an info@igruber.org, falls wir auch nicht auf alle Fragen eingehen können aus Zeitgründen. Ja, dann würde ich sagen, als nächstes Punkt, wenn wir Rocket Chat soweit erstmal abgehandelt haben, dazu keine Fragen mehr sind, ist ja die interessante Geschichte mit der Datenschutzgrundverordnung. An der Stelle, was haben wir getan oder wie können wir unterstützen an der Stelle, dass ja personenbezogene Daten in der eGroupware drin sind und wie wir mit diesen Daten umgehen. Und das sind im Prinzip zwei verschiedene Teile. Das eine sind tatsächlich diese personenbezogenen Daten, die ja im Adressbuch gespeichert werden. Und dort haben wir uns gedacht, der beste Weg, um dem Ganzen, was die DSGVO an der Stelle uns im Prinzip mit auf den Weg gibt, von Datensparsamkeit, Informationen dort zur Verfügung stellen, wo die Personen auch tatsächlich darauf Zugriff brauchen. Und das Ganze über eine sogenannte Policy abzuhandeln. Diese Policy ist basierend auf dem Adressbuch. Das heißt, ich habe hier ein bestimmtes Adressbuch, was ich mir auswähle. Und auf dem Adressbuch gebe ich jetzt Informationen bzw. lege ich verschiedene Policies fest. Als ein Beispiel, ganz klassische Geschichte ist, ich bin in einem Kundenadressbuch und im Kundenadressbuch will ich die Kundennummer als verpflichtend eingetragen haben, während auf anderen Adressbüchern ist es einfach nicht notwendig. Ich brauche die nicht in meinem persönlichen Adressbuch. Da war es bisher so, dass die eGroupware an der Stelle keine Möglichkeit hatte zu sagen, nur in diesem Adressbuch soll etwas verpflichtend sein. Das haben wir jetzt in der entsprechenden Policy festgelegt. Ich kann also sagen, das hier soll entsprechend verpflichtend eingesetzt werden oder ich kann an anderer Stelle zum Beispiel auch sagen über unsere Verbergen-Policy, dass so etwas wie der Geburtstag an der Stelle nur oder nicht für eine bestimmte Gruppe
freigegeben sein soll oder an bestimmten Personen. Also wenn ich jetzt sage, okay, an der Stelle ist es so, dass entsprechend die Kollegen aus dem sollen die Geburtstage nicht sehen, sondern das soll nur für die Personalabteilung, dann lege ich halt fest und sage, okay, nur für die entsprechende Abteilung sind die Geburtstage sichtbar und dann werden sie für alle anderen verborgen. Oder entsprechend, auch das ist ja ein Teil der ganzen Datenschutzgrundverordnung, im Prinzip bin ich ja dazu verpflichtet, regelmäßig zu prüfen, ob die Kontaktinformationen, die ich bei mir speichere, noch aktuell sind und ob ich berechtigt bin, diese Daten auch weiter zu speichern oder ob sie gelöscht werden sollen. Und ich kann über unsere Mail-Policy jetzt an der Stelle sagen, okay, wenn die Kontakte in den letzten x Tagen, sollen die angemeldet werden und dann kann ich dort fragen, ob ich die Daten weiter speichern darf, ob ich sie vielleicht auch direkt gelöscht werden sollen oder auch, dass sie aktualisiert werden und was passiert, wenn ich keine Reaktion bekomme von demjenigen. In einem Kundenadressbuch würde ich das natürlich nicht erlauben, dass die Sachen einfach gelöscht werden, aber wenn ich jetzt einen Interessenten habe und will an der Stelle dem nachkommen, dass ich die nicht unendlich speichere, dann kann ich hier halt einfach festlegen, okay, wir wollen einmal im Jahr alle ansprechen, sagen, dürfen wir sie ihre Daten weiterspeichern. Wenn sie dem zustimmen, werden sie weiter gespeichert. Wenn nicht, werden sie gelöscht. Ich kann dafür eine Mail-Vorlage festlegen, die ich mir auswähle aus meinen Vorlagen. Jetzt mal schauen, dass wir hier ein paar Vorlagen haben. Und dann wähle ich meine Vorlage entsprechend aus und bekomme sie dann an die entsprechenden Kontakte automatisiert gesendet. Die können dann dort, die haben dann Buttons drin, in denen sie zusagen oder absagen können, beziehungsweise jetzt nicht, weil es kein Termin ist, nicht zusagen oder absagen, aber der Speicherung zustimmen oder auch vielleicht direkt löschen können. Natürlich ist auch wichtig, gleiches gilt für das Löschen von Einträgen. Ich kann hier festlegen, ob Kontakte im Prinzip die x Tage nicht verändert wurden. Auch da wieder klassisches Beispiel. Ich habe Bewerbungen, die sind nach einer gewissen Zeit zu löschen mit allem, was da dranhängt. Dann kann ich auf meinem Bewerbungsadressbuch sagen, okay, wurde der Kontakt in 30 Tagen nicht verändert? Berücksichtige dabei auch alle verlinkten Einträge. Also zum Beispiel, ich habe einen Infolog, da kam eine Mail rein, die habe ich als Infolog gespeichert. Auch die soll geprüft werden, ob da in den letzten 30 Tagen irgendetwas passiert ist. Und wenn ja, dann lösche ich auch die entsprechenden Einträge dort. Und ich kann sagen, ob das automatisch ausgeführt werden soll oder nicht. Und dann würde mir an der Stelle, wenn ich auf Ausführen gehe, wird mir entsprechend aufgelistet, wer trifft denn jetzt auf meine Selektierung zu. Das ist jetzt auf dem Adressbuch, wo ich hier bin, relativ viele Einträge. Wenn wir jetzt über ein echtes Adressbuch reden, wären es natürlich deutlich weniger, gehe ich mal von aus, außer Ihre Daten sind relativ alt, dann hilft es vielleicht auch schon an der Stelle für die Bereinigung der Altdaten, der Altlasten, einfach um die Sachen rauszuschmeißen. Dann gehe ich jetzt auf jetzt ausführen an der Stelle, weil ich nicht alles rauslöschen möchte, gehe ich einfach auf abbrechen. Und natürlich ein weiterer Teil an der Stelle ist, ich kann diese ganze Dokumentation dessen, was in diesem Adressbuch passiert, inklusive dem, dass ich vielleicht auch eine manuelle Dokumentation, also im Prinzip einfach einen Text hinterlegt habe, das kann ich dann einfach ausdrucken, PDF generieren und in mein Verfahrensverzeichnis von den Abläufen einfach mit reinspeichern. Da können dann Sachen drinstehen, wie die eingehende Bewerbung ist aus dem Mailkonto zu löschen, nachdem sie in den Infolog und den Adressbucheintrag überführt wurde, damit wir halt Sachen dokumentieren können, die letztendlich noch von den Mitarbeitern abhängen. Ich aber ein Verfahrensverzeichnis bekomme, was vollständig ist, was jetzt nicht nur Sachen, die das IQware als System erzwingt, festlegt, sondern auch zusätzliche Dinge, die einfach, ich sag mal, administrative Anweisungen sind. Und dazu kann auch jeder Benutzer sich die Policies anschauen, allerdings nur Administratoren können sie auch tatsächlich verändern.
Genau, und da sind wir dann im Prinzip bei dem zweiten Teil, gehen wir in den Bereich der Unterstützung von Administratoren bezüglich Änderungen, die in der EQ-Ware stattfinden, mit der 19.1 eingeführt haben. Ich gehe jetzt hier mal auf die Admin, Queue und Historie an der Stelle. Machen wir hier einmal ein Neuladen, damit wir vielleicht auch ein bisschen mehr sehen. Und dann kann ich hier sehen, okay, alle Vorgänge, die als Administrator ausgeführt worden sind. Das kann jetzt zum Beispiel sein, ein Benutzer, der bearbeitet wurde, oder dass Zugriffsrechte geändert wurden, oder dass sich was in der Konfiguration geändert hat. All diese Dinge sind entsprechend dokumentiert und werden dann auch angezeigt. Das heißt, ich habe im Prinzip einen vollen Admin-Trail von den Dingen, die ich in der eGroupware mache, inklusive dem, dass ich entsprechend Kommentare und von wem diese Änderungen angefordert wurden, mir dann auch entsprechend anzeigen lassen kann. Wie sieht das so im Einzelnen aus? Ich kann ja mal draufgehen und kann sagen, ich will hier eine Gruppe bearbeiten. Und im Gruppenbearbeiten habe ich dann entsprechend einen Dokumentationstab, kann hier sagen, okay, das Ganze, die Änderung wurde beauftragt von dem Abteilungsleiter XY und der wollte an der Stelle als Anwendung, dass wir die Home-Anwendung für die Gruppe freischalten und ich kann dann reinschreiben, Home-Anwendung aus wichtigem Grund, bla bla, eingeführt. Und wenn dann irgendwann mal jemand fragt und sich überlegt, wieso haben wir denn eigentlich in dieser Gruppe plötzlich die Home-Anwendung drin? Dann kann ich halt im Nachhinein einfach sagen, ich suche doch mal alles, was mit Home-Anwendung zu tun hat. Okay, das sind jetzt relativ viele Sachen, die da vom Treffer her, aber ich kann hier sehen, okay, zu dem Zeitpunkt wurde die Home-Anwendung hinzugefügt aus wichtigem Grund an der Stelle. Ja. Wir hatten das Thema halt auch gerade auf unserem Anwendertag letztes Jahr, als es darum ging, ich habe eine größere Instanz. Ich habe da bisher in der Vergangenheit einfach auch relativ wenig Administratoren drauf gehabt, weil es im Nachhinein einfach schwer festzustellen ist, wer hat denn die Einstellungen geändert, wer hat die Konfiguration geändert. Vielleicht ist auch einfach mal aus Versehen irgendwas passiert. Da habe ich jetzt mit dieser Admin-Dokumentation, an der Stelle habe ich einfach viel mehr Möglichkeiten, dem Ganzen nachzugehen und zu verstehen, wann welche Änderungen aus welchem Grund ausgeführt wurden. Und wenn jetzt irgendwann tatsächlich mal jemand kommt und sagt, ich will ein Audit in der Firma machen, dann kann ich hier halt tatsächlich dem, was die Vorschriften sagen, auch nachkommen und kann genau dokumentieren, aus welchem Grund, seit wann welche Zugriffsrechte bestehen oder Änderungen vollzogen wurden. Gibt es denn sonst noch Fragen in der Runde? Vielleicht der eine oder andere hat vielleicht noch eine andere Frage zu den Themen. Ist sonst noch irgendwas da, wo Sie sagen, das interessiert mich jetzt nochmal zum Thema eGroupware, zum Thema 19.1. Wir werden jetzt nun mal nicht in alle Zeit auf alles eingehen, aber wenn Sie was reinschreiben würden, wäre das schon mal sehr, sehr gut. Wir haben noch ein paar Punkte auf der Liste, auf die wir jetzt auch nochmal eingehen. Birgit hat vielleicht auch noch was zum Thema DSGVO oder Ralf, je nachdem, wie jetzt mal die Rückmeldung ist hier an der Stelle, dass wir wissen, auf was wir noch genauer eingehen können. Wird auch eine Aufzeichnung geben, weil es auch gefragt worden ist. Wie werden wir auch hochstellen, YouTube in den nächsten Tage. Und ich denke, wir werden nochmal auf die Zwei-Faktor-Authentisierung jetzt nochmal genauer eingehen und dann nochmal auf die Fragen, wie geht es überhaupt weiter, wann kommt die neue Version und so weiter. Ist ja auch für Sie vielleicht brennend interessant, wie geht es einfach weiter. Ja, dann schalte ich mal wieder auf die Bildschirmübertragung zurück und gehe hier an der Stelle zum Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo Ralf dann auch gleich einfach noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen kann, mal auf das, wo richte ich denn meine Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Im Prinzip ist das Ganze auf Ihrem Avatar zu finden, dort unter Sicherheit und Passwort.
können wir nochmal auf die Vision schauen, dass ich die Gruppe als Plattform für meine ganze... Moment, Ralf, das hat gehört. Ja. Wenn wir nochmal auf die Vision schauen, iGroupware als Plattform für meine ganze Firma, da ist ein Teil davon, dass wir natürlich jetzt eine erhöhte Sicherheitsanforderung haben, dem wir mit dem Zwei-Faktor-Authentifizierung gerecht werden wollen. Und in dem Zusammenhang ist es auch so, dass wir ermöglichen wollen mit dem OpenID Connect Server, der dann halt auch für Einstellung dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung unterliegt, dass wir weitere Anwendungen in die iGroupware integrieren können. Das heißt, ich muss dann dort auch nicht mehr mein Passwort weitergeben, was ja sehr, sehr kritisch ist, wenn ich jetzt irgendwo mein Passwort eintragen muss. Bisher ist das bei vielen Dingen noch erforderlich. Mit dem OpenID Connect Server kann man damit dann halt auch Tokens erzeugen, die man statt dem Passwort für bestimmte Dienste verwenden kann. Aktuell in der 19.1 wird das jetzt erstmal mit dem Rocket Chat starten. Geplant ist aber auch, dass ich das später auch für andere Sachen, für Mail, um nur Freigabe auf Mails zu machen oder halt auch zur, ich sag mal, CalDAV, CardDAV oder einzelne Anwendungen, dass ich das da verwenden kann. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung funktioniert aktuell so. Ich brauche einen zeitgesteuerten Einmal-Passwort-Generator. Das klingt jetzt ungeheuer kompliziert. Wenn Sie auf Ihren App-Store gehen, gibt es da einfach eine Anwendung, die kann diesen QR-Code, also diese lustige Grafik da einscannen. Damit wird ein Geheimnis an das Telefon übermittelt. Das Geheimnis wird auch in der iGroupware gespeichert. Und man kann sich dann bei der Anmeldung mit diesem Geheimnis das gemeinsame Geheimnis sorgt einfach dafür, dass ich danach mich bei der iGroupware nur noch anmelden kann, indem ich den Code, der aus diesem Geheimnis erzeugt wird und der zeitabhängig ist, das heißt, der ist halt ein paar Minuten gültig und danach gibt es einen neuen Code, kann ich mich nur noch mal anmelden. Die Birgit führt das jetzt das Ganze mal vor. Also sie hat jetzt die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeschaltet, hat dazu auch noch mal das Passwort eingeben müssen. Man kann die hier drin auch wieder ausschalten. Dazu ist immer halt auch erforderlich, dass man das Passwort eingibt. Wenn sie sich jetzt mal abmeldet und versucht, sich einfach wieder so anzumelden, dann sehen wir jetzt, eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ist erforderlich. Sie muss halt jetzt von ihrem Gerät den zweiten Faktor halt hier eingeben und kann sich da dann anmelden. Das ist der Stand, der aktuell heute verfügbar ist. Zum Release der 19.1 wollen wir auf jeden Fall noch zwei weitere Dinge schaffen. Zum einen, dass ich auf einem Browser mir merken kann, dass dieser Browser sich schon mal angemeldet hat und als Faktor dient. Das wird was sein, was man dann auch das man dann konfigurieren kann. Das heißt, ich kann sagen, bitte merkt ihr meinen Login da auf diesem Browser. Im EPL-Bereich wollen wir da auch weitere Policies erlauben, um zum Beispiel zu erreichen, dass der zweite Faktor innerhalb der Firma zu den normalen Arbeitszeiten nicht notwendig ist. Aber wenn ich mich jetzt draußen beim Kunden anmelden muss, brauche ich den Faktor. Aktuell, und das ist auch in der Community-Version so, kann ich das Ganze natürlich erstmal ausschalten, wenn ich es da gar nicht haben will. Ansonsten ist es dann notwendig, wenn ich in der Standardkonfiguration brauche, wenn sich ein User angelegt hat. Ich kann aber auch als Admin, nachdem ich sichergestellt habe, dass sich alle angelegt haben, kann ich auch erzwingen, dass man sich ab sofort an der iGroupware nur noch mit dem zweiten Faktor anmelden kann. Sprich, wenn ich keinen zweiten Faktor habe, kann ich mich nicht anmelden. Ja, ich denke, das ist relativ gut und einfach verständlich. Im Prinzip tatsächlich jeder hat ja heute sein Smartphone, damit ist es schnell eingerichtet und sobald wir die Zusatzfunktionen noch haben, ist es, denke ich, ein wichtiger Sicherheitsfaktor, weil wir ja einfach wirklich auch wichtige Daten in der iGroupware speichern. Wir haben nicht nur unsere Kalender drin, wir haben personenbezogene Daten drin und gerade auch aus Administratorsicht, glaube ich, jeder von uns weiß, dass die Passwörter vielleicht nicht immer
die besten sind, weil sich unsere Benutzer auch nicht alle Passwörter merken können. Und da ist es natürlich, das einschalten zu können, eine gute Gelegenheit für die Administratoren an der Stelle einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor einzubringen. Oder ich hatte auch vor wenigen Tagen einen Kontakt, der sagt, für uns ist einfach wichtig, wenn wir haben viele Außendienstmitarbeiter, die sind halt immer mal wieder in den Hotels und dann wird halt doch leider das Passwort dort im Browser gespeichert, auch wenn ihnen eigentlich per Regel klar gemacht worden ist, dass das auf keinen Fall geht. Aber dann passiert es halt doch und schwuppdiwupp ist plötzlich in dem öffentlichen Hotel-PC ist halt einfach ein Passwort zu unserer E-Groupware drin und das geht natürlich gar nicht. Und dann kann ich an der Stelle halt sagen, okay, für unsere Außendienste möge es bitte so sein, dass wenn sie halt nicht im Office sind, sondern außerhalb, dann müssen sie auf jeden Fall den zweiten Faktor angeben. Dann ist es egal, ob sie das Passwort da drin gespeichert haben oder nicht. Es zumindest ermöglicht keinen direkten Zugriff, auch wenn man vielleicht trotzdem möchte, dass das Passwort dann nach gewisser Zeit geändert wird. Ja, nachdem wir ja noch relativ viel Zeit haben, Birgit, willst du uns mal einfach 2, 3 Goodies aus den anderen Anwendungen zeigen, bevor wir dann dazu übergehen, wie das jetzt mit der 19.1 weitergeht, was da weiter passieren wird, wie Sie sich daran beteiligen können, wie Sie zur 19.1 kommen? Ja, also im Prinzip viele von den Features, die jetzt in der 19.1 in den einzelnen Anwendungen hinzugekommen sind, sind einfach daraus entstanden, dass irgendjemand gesagt hat, das wäre doch schön drin zu haben. Eine Geschichte ist hier unser sogenannter Quick-App. Ich kann halt jetzt einfach einen schnell hinzufügen Dialog. Also ich gebe da einfach nur ein, okay, das Ding dauert 2 Stunden und heißt Test und dann ist es drin, ohne den vollen Dialog zu haben. Natürlich kann ich in dem Modus nicht jetzt einen Teilnehmer dazu einladen oder sagen, du bist ganztägig oder was auch immer, aber letztendlich kann ich das immer noch hier machen und kann sagen, so, jetzt speichere ich den hier oben rein, dann habe ich meinen schnell hinzufügen ganztägig Termin und wenn ich den nochmal anklicke, dann geht er auch in meinem Volldialog auf und ich kann auch weitere Teilnehmer zu dem Ganzen einladen. Ich kann auch über eine Einstellung an der Stelle festlegen und kann sagen, ich möchte immer den vollen Dialog, weil ich sage jetzt mal, ich arbeite im Sekretariat und ich muss halt im Regelfall Termine für 5 Leute planen. Dann wäre es einfach doof, wenn ich den immer erst den kleinen und dann den großen habe, wobei ich jederzeit auch hier draufgehen kann sagen, hier, das ist mein Dingens, ich gehe auf Bearbeiten und habe dann den vollen Dialog. Also Sie haben da jede Möglichkeit, das Ganze so anzupassen und zu bearbeiten. Aber wenn es wirklich jemand viel einzelne Termine einträgt, ist es eine schnellere Möglichkeit, die Informationen da einfach einzufügen. Das ist eins der Dinge, die wir im Kalender umgesetzt haben. Eine andere Geschichte, die wir haben, auch da kamen halt häufig die Fragen oder das Bedürfnis, wir haben halt zu Hause so eine Software, die erzeugt hier unsere Faxe und wenn ich da jetzt drauf gehe, dann steht da halt ein komischer Titel, mit dem ich eigentlich nichts anfangen kann. Was kann ich da machen? Ich möchte die Möglichkeit haben, den Betreff zu ändern, sodass jetzt hier steht, das ist halt unser Kunde XY-Angebot vom 3.5.2019 und dann speichere ich das und dann hat er entsprechend meinen Betreff von der Mail geändert und ich kann das dann halt, wenn ich es ablege, irgendwo in meinem Ordner, dann habe ich es halt nicht nur unter Dokument 1, 2, 3, 4, 5, wie es vielleicht mein Fax schickt, sondern ich habe es halt wirklich so benannt, wie es tatsächlich dann auch zuzuordnen ist, damit, wenn ich später mal suche im Mail, dass ich es dann auch finden würde. Eine weitere Geschichte, auch das kam auf, ich sage jetzt mal, eine Mischung von Anregungen aus dem eigenen Bedürfnis als auch aus dem von Kunden heraus, dass ich in Kommentaren die Möglichkeit habe, auch direkt Dokumente hinzuzufügen. Vielleicht auch hier sieht man jetzt, wir haben einen neuen Editor drin. Der neue Editor hat eine ganze Menge mehr Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Bild hochlade, ist natürlich die gute Frage, ob ich ein schönes Bildchen hier finde. Auf meinem
Nee, da scheint nichts drin zu sein. Gibt es was in den Downloads? Ah, guck mal da. Da habe ich ein Passbild vom Ralf. Dann kann ich an der Stelle dem Ganzen jetzt einfach das da reinfügen. Und der Editor hier hat jetzt auch die Möglichkeit, ich kann die Sachen zuzuschneiden. Also man sieht jetzt einfach, der neue Editor hat gegenüber dem alten, bietet da einfach deutlich mehr Möglichkeiten, noch Sachen direkt in dem Ganzen zu machen und dementsprechend dann zur Verfügung zu haben. Ich glaube, man kann jetzt auch Kommentare bearbeiten. Das ist doch auch eine große Neuerung im Folgensystem. Genau. Dafür müsste ich meinen Kommentar mal speichern. Und das Ganze neu laden, damit ich meinen Kommentar-Tab. So, dann habe ich den und dann will ich daran was ändern. Dann klicke ich da raus und dann hat er das entsprechend geändert. Auch die Sachen kamen ein Stück weit einfach auf Feedback von unseren Kunden zurück und natürlich auch, ich bin ja auch viel im Ticketsystem am Arbeiten und man vertippt sich einfach immer mal wieder und es ist nervig, man will da die Rechtschreibfehler korrigieren oder es kamen Mails rein und in den Mails war einfach jede Menge Stylesheet-Informationen, sonst was drin, das hat das ganze Dokument aufgebläht, was ich damit generiere oder ich habe zitierten Text drin, weil er in der Vergangenheit nicht so richtig erkannt hat, dass das ein zitierter Text ist. Und das ist dann in meinen ganzen Kommentaren drin, die sind dann ewig lang geworden. Und dann habe ich hier einfach die Möglichkeit, im Zweifelsfall auch solche Altlasten zu bereinigen und neue Dinge da reinzufügen. Das sind Dinge, die so im Ticketsystem passiert sind. Wie gesagt, ich denke, es gibt ganz viele einzelne Kleinigkeiten, die hinzugekommen sind, die mir jetzt im Einzelnen aber auch schwer fallen aufzutauchen. So eine Kleinigkeit habe ich hier noch. Wir haben hier die Ländersuche, die ist noch mal ein bisschen hübscher geworden. Ich kann hier einfach drin entsprechend suchen, auch wen ich haben möchte. Was weiß ich, ich suche jetzt die Schweiz und die ist sonst immer relativ weit hinten, dann wähle ich die aus und ich kann dann auch in den entsprechenden Regionen drin suchen und kann sagen, okay, das ist die Region Freiburg in der Schweiz und habe so Sachen drin. Also das sind einfach Features, die auf Kundenwunsch von Personen reingekommen sind und jetzt natürlich damit auch allen zur Verfügung stehen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter, wie es jetzt mit der 19.1 weitergeht. Wir wollen mit einer Testphase für die 19.1 starten. Diese Testphase wird zuerst mal in der eProbware Cloud in unserem eigenen Hosting sein. Das heißt, wenn Sie daran interessiert sind, weil Sie schon Kunde von uns sind oder auch Ihre eigene eProbware-Installation draußen haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an info@eProbware.org und wir werden Ihnen kurzfristig, sprich in den nächsten Tagen, eine 19.1 Instanz zur Verfügung stellen. Wenn Sie Kunde sind, schreiben Sie bitte dazu, ob Sie wollen, dass wir Ihre bestehende Instanz dann auf 19.1 umstellen, was schon ein paar Kunden gemacht haben auch, oder ob Sie einfach eine Kopie der Daten wollen. Wenn Sie eine Eigeninstallation draußen haben, können Sie natürlich auch in der Cloud testen. Sie können auch dort Ihre Daten, so Sie die uns anvertrauen wollen, hochladen und können mit Ihren Live-Daten in der 19.1 testen. Wir hoffen, dass wir da viele Verbesserungsvorschläge oder halt auch Feedback bekommen. Ansonsten wird es so sein, dass wir in den nächsten, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, 1 bis 3 Wochen auch Pakete zur Verfügung stellen werden. Die Pakete werden, wie gesagt, Docker-basiert sein. Das heißt, es sind Betriebssystempakete, die aber eProbware dann als Dienst über den Docker-Daemon installieren mit einer PHP-Version, die wir für optimal halten für die eProbware
die auch, wie es jetzt schon unter der 17.1 möglich ist, Collabora dazu installieren oder ganz neu das Rocket Chat. Da sind wir, sobald es soweit ist, werden wir uns bei Ihnen melden über die üblichen Kanäle, sprich über das Forum, über Facebook oder halt auch mit dem entsprechenden Mailing. Damit können Sie die 19.1 dann auch auf Ihren eigenen Maschinen, auf Ihrer eigenen Hardware testen. Ansonsten, wie gesagt, das Erste, da können Sie sich sofort heute an info@info.org eine Mail schreiben und können das Ganze über die Groupware Cloud testen. Genau, also im Prinzip ist es einfach so, je mehr Leute sich an den Tests beteiligen, desto vollständiger und stabiler ist natürlich auch die 19.1, wenn wir wirklich das Release machen, weil jeder wendet die iGroupware ein bisschen anders an und dementsprechend ist es so, dass natürlich in dem täglichen Gebrauch vielleicht andere Dinge auffallen. Also wir selber sind jetzt schon seit Januar auf der 19.1. Wir haben Kunden, die auch seit März etwa drauf sind. Manche Kunden, die jetzt vor kurzem gerade in Anlehnung an den Newsletter, den wir geschickt haben, zu dem Webinar gesagt haben, oh super, die Sachen, die da drin sind, wir wollen direkt auf die 19.1. Und ich kann sagen, das Ganze ist relativ unkritisch, weil die Hauptänderungen sind in einzelnen Anwendungen gekapselt. Das heißt, an der Stabilität, was die Grundanwendungen angeht von der iGroupware, hat sich so an der Stelle nichts verändert. Sie haben einfach ein paar mehr Funktionalitäten und Sie haben die zusätzlichen Anwendungen zur Verfügung und Sie können an der Stelle einfach steuern, mitarbeiten, mitwirken. Und wir freuen uns, wenn Sie da uns dann auch über unser Support Center entsprechend Rückmeldungen geben, wenn Ihnen was auffällt. Wenn sonst keine Rückmeldungen zur 19.1 oder Fragen mehr sind, wollen wir auch in eigener Sache nochmal auf die Frostcon hinweisen. Die Frostcon ist am 10. und 11. August, das ist ein Samstag-Sonntag, die findet in Bonn statt und dort ist es eine Open-Source-Konferenz und iGroupware ist dort vertreten mit dem zum einen dem Ralf Becker, der jetzt ja auch hier mit dabei war als unser Chefentwickler und zum anderen mit unserem Community Manager, dem Stefan Unverricht, der auch einen Vortrag zu LibreOffice Online halten wird. Ansonsten wird es einfach, wir haben einen kompletten eigenen Raum, den wir mit Workshops und Vorträgen gegebenenfalls auch inklusive Entwicklertreffen gestalten können. Also von daher ist einfach die Einladung, melden Sie sich an. Stefan hat mir auch extra nochmal mit auf den Weg gegeben. Ich soll Bescheid geben, die Frostcon ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Es gibt viele interessante Themen, neben dem, was die iGroupware bietet, natürlich auch sonst. Von daher vorbeikommen, mitmachen, uns dort treffen und von daher die Gelegenheit einfach nutzen. Wenn es sonst keine Fragen mehr gibt und wir alles quasi geklärt haben, schreiben Sie nochmal rein, ob das alles soweit da ist, ob Sie noch weitere Fragen haben. Dann würde ich sagen, bei dem schönen Wetter entlassen wir Sie in die Sonne oder in den Schatten oder was auch immer Sie vorhaben. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben, die 19.1 und die neuen Möglichkeiten der 19.1 vermitteln zu lassen. Wir freuen uns darauf, dass Sie es ausprobieren und uns auch entsprechendes Feedback geben, wie das für Sie funktioniert und was Ihnen auffällt. Vielen Dank von meiner Seite. Ja, auch ich möchte noch mal ganz kurz am Ende darauf hinweisen, wir haben das Webinar aufgezeichnet oder wir zeichnen das Webinar auf. Sprich, wir werden an der Stelle auch auf unserer Webseite dieses Webinar zu 19.1 nochmal online stellen. Wir werden mal schauen, ob wir beide Webinare oder nur eins davon, je nachdem, entsprechend online stellen, dass auch jemand, der jetzt nicht hier dran teilgenommen hat, das können Sie nochmal nachschauen kann oder wenn Sie in der Organisation bei sich jemand haben, der keine Zeit hätte, aber gerne das anschauen möchte, dann einfach darüber den Link anschauen. Wir werden darüber dann auch in dem nächsten Newsletter auf jeden Fall informieren. Vielen Dank und einen schönen, entspannten Nachmittag. Tschüss.